kein Spoilmeat mehr. Gibt's doch gar nicht. Gut, dass du die Polly geparkt hast. Darf ich auch mal ausruhen. Wie kriegt man den eigentlich wieder von der Schulter? Gestern habe ich den auf der Schulter kleben gehabt. Ja, drückt. Wie kriegt er nicht runter? Ich habe dich also gezappelt und geschüttelt und er wollte nicht weg. Einfach wieder drücken. Ist nämlich das Blöde, wenn du den auf der Schulter hast und du willst da Beeren sammeln oder Steine sammeln, dann drückst du eher, fällt er ständig runter. Das ist ein Tier. Fällt immer runter. Aber was? Auch wieder ganz cool, den kannst du direkt auf den Gegner schmeißen. Kein fucking Spoiled Meat hier, Mann! Oh, Zed. Hier ist immer noch der Weiße. Member left. Ich hab hier auch was Weißes. Member left and he's going quite wide way. Nennt sich Pfeil, steckt in meiner Armbrust und gleich in deinem Arsch. Oh baby. Jetzt guck ich das mal hier. Hier sind 16 Türen in meinem Haus oder in unserem Haus hier, dass man überall rausgehen kann und alle Türen offen lassen kann. Das ist schön. Gut, durchlüften. Ja, da kann man auch voll im Kreis rennen. So. Wium, wium, wium. Jetzt geh ich mal. Wo wir hatten hier? Ich geh mal zu Markus rüber. Das sieht man ja nicht im Let's Play. Ach, scheiße. Das sieht man ja wohl. Ich stell einfach meinen Flugsaurier davor. Ich brauche mal Spoiled Meat hier. Wo sind denn hier die Klappermäuler? Da sind sie. Spoiled Meat hat er. Eine Brille an oder was? Oh Mann. Jetzt habe ich 17. Hier so ein Spooky. Was ist mein Zero? Also ein intelligenter Spooky. Intelligenter als du. Hä? Sind die alle am Verhungern? Symmetrisch. Das wäre ja noch toll. Hier ist übrigens hier unten bei uns an der Base zwischen Markus und mir, zwischen Dirk und mir übrigens, ist ein weißer Flugsaurier, wenn sich jemand den und den Nagel reißen möchte. Was denn? Mir ist, glaube ich, gerade die Internetverbindung krachen gegangen. Soll ich den jetzt mal... Ohne Scheiß, der sieht immer richtig geil aus. Soll ich den wirklich mal hier ein abschießen, Sam? Ja, kannst du abschießen. Nein, ich will ja gar keinen Weißen. Ich will einen schönen Zebra-Sache haben. Der Weiße sieht aber wirklich cool aus. Ich gucke mal ganz kurz, welche Level der hat. Hat der einen schwarzen Schnabel oder einen dunklen? Ja. Der sieht mal richtig cool aus. Welches Level ist denn der? Ist auch ziemlich hoch im Level. Lass doch mal stehen hier. Ich schieße mal kurz runter mit dem Gewehr. Dann sehe ich das, welches Level. Ich meine, der hat 19. Och man, das dauert ewig mit dem hier. Was ich falsch mache. Kann das denn so schnell lösen hier? 17 oder so. Ach, keine Ahnung. Aber ziemlich hoch. Voll mega hoch. Sag doch einfach zweistellig. Also ich... Wenn ich nicht so faul wäre, würde ich das jetzt machen. Aber ich wollte doch einen Skorpion. Ah, nicht schon wieder so ein Flugscheißer. Boah, diese 2 mm, das ist jetzt egal. Hier auf dem Plateau waren auch ab und zu ein paar Skorpione.
Das wäre ja, das wär echt eine tolle Sache. Ich habe ganz am Anfang, als ich hier oben, ich habe ja oben die erste Strohhütte hier oben gebaut und da waren mehrere gewesen. Aber die sind dann irgendwie dann doch verschwunden, als wir gekommen sind. Oh, aber es leckt auch wirklich wieder gerade. Was ist denn los? Das leckt aber gerade ganz böse, ne? Nur bei dir. Ich sehe mal, wenn man mit dem Flugzeug ja ziemlich schnell fliegen möchte. Ja, dann lädt halt, wie gesagt, die Texturen. Oh ja, die Saurier, wenn du fliegst, dann ja. Das kommt böse. Ich hab direkt mal die Libelle gekillt, bevor die mich angreift. Diesmal ist es andersrum. Penner. Arschloch. Oh, ich muss landen. Hier ist nicht so gut. Keine gute Idee zu landen. Hier zwischen den Steinen sieht man ja gar nicht, was von der Seite, von vorne und von hinten kommt. Naja, von hinten ist ja gar nicht so schlimm. Kommt drauf an, was von hinten kommt. Wenn so ein T-Rex von hinten kommt. Oder ein Bronto. Das ist eine Herausforderung. Ah, ich hab Hunger, ich muss mal weg. Dieses Herausforderung. Moment, mein, wie heißt? Dödel. Mein Torpor ist gerade zu hoch. Dann legt er sich aber schlafen. Und lässt sich töten. Der Spacko. Ich habe hier noch Schokolade, die ich heute Mittag nicht aufgegessen habe. Warum hilft mir das hier essen? Hm? Oh Mann, ich geh tot. Ich sehe wirklich alles. Alles sehe ich hier. Ja, Krokodile, Flugsaurier, Piranhas, Aliens. Meine Mutter, aber ich sehe keine. Keine Skorpione, das gibt's doch gar nicht, hä? Boah, hier geht's voll ab. Ich bin mal abgehauen. Nein. Sauer. Nur ich den gerade gekillt habe. Da scheiße ich drauf. Geil. Wir waren gerade Schildkröten gegen Krokodile. Da habe ich mitgekannt. Bin ich mal vorbeigeflogen, habe mitgekämpft. Waren die voll sauer, haben mir direkt in den Arsch gebissen. Dann habe ich mich auf so einen Stein gesetzt und runtergeschissen. Da scheiße ich drauf. Liegst du da in der Ecke? Weiß nicht, wo du bist. Nein, ich meine hier den Z. Also, Z ist doch gerade nicht da. Ja, der ist ja bewusstlos. Erstmal das Inventar ausrollen. Oh Mann, was ist denn das Gelecke hier? Mann. Gelecke? Ja. Warum hat der Dirk sich eigentlich so eine Kuh gezähmt? Muss ich überfragen, warum hat er sich hier nicht gezähmt? Eine Kuh. Ja, das ist eine Kuh. Diese hässlichen Dinger, die so aussehen wie Giraffen. Ach so. Ja. Hier ist eigentlich eine gute Ecke hier zu zähmen.
Es sind wenig Fleischfresser, nur diese kleinen Spucki, aber die kann man ja schnell klar machen. Ich muss gerade nicht sagen, ich weiß gar nicht, wo ich gerade stecke hier. Auf der Karte gucken. Oh. Nee, so gar nicht so weit. So, direkt in der Nähe von unserer Bucht, das ist ja cool. Sind alles voller Pflanzenfresser auf dieser Insel oder was? Das ist eine nice Sache. Ich glaube, hier gibt es auch keine Skorpione. Das wäre vielleicht ein Glücksfall, hier irgendwie noch so einen Skorpion zu bekommen. Ist das ein Grüner? Das ist ein Grüner, nehme ich mir mal die Zeit, den zu nehmen. Ich fliege wieder zurück und fliege dann lieber zur anderen Seite. Geht das Level 51 oder 50, gell? Wer? Der Wind. Bitte? Ja. Er kann es übrigens schon, also könnte mit Level 50 den Kanusattel machen. Richtig. Habe ich schon auch schon heute mit ihm geklärt. Habe ich auch schon. Namen dir Dino-Futter. Hallo. Hallo, Mampfi. Daniel? Ja? Du kommst ein bisschen metallisch rüber. Nein, das ist ganz normal, oder? Da jetzt auch keinen Unterschied zu sonst. Klingt immer gleich, ja. Scheiße. Ich bin auf der Suche nach einem Skorpion. Aber er will nicht zu mir kommen. Ja. Immer noch. Er will nicht zu mir kommen. Der blutet hier? Der blutet doch. Bitte, ich bin wieder gestorben. Wollt ihr schon wieder ein Hai sehen? Nee, der ist mit einem Delfin runtergegangen, um Öl zu farmen. Und dann hat ihn aber ein Hai angegriffen und dann ist der Delfin ist abgehauen. Und er ist dann ertrunken. Da lacht der Penner. Ja, und der Hai hat natürlich dann noch seinen Delfin noch hinterher verspeist. Und jetzt ist er deswegen offline, weil er die Schnauze voll hat. Nee, der ist einkaufen jetzt mal. Du weißt doch, Markus, in Deutschland geht man abends einkaufen. So ab 9 oder 10 Uhr. Jo. Markus? Jo. Willst du eigentlich so eine Hafeneinfahrt machen? Also mit so einer
Eine Mauer über den Fluss drüber? Ja, wollte glaube ich machen mit dem Tor, oder? Wolltest du machen, oder? Du meinst die Hafeneinfahrt da komplett zumachen? Ja, genau. Dass man quasi mit dem Tor das zumacht. Ich hatte so den Gedanken, aber ist nur die Frage, spawnt denn überhaupt noch mal was denn hier im Fluss? Geht ja eher darum, dass von außen nichts reinkommt. Ja, ich meine, wenn wir da das ganz große Tor reinklatschen, weil dann kommt ja alles durch, mit unserem Booten und so, dürfte das eigentlich kein Problem sein. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Was geht? Was macht denn der Twike hier innerhalb meiner Basis? Say what? Ich habe übrigens ziemlich viel Heid letzter Zeit und ziemlich viel Zitrin, irgend sowas. Zibulin. Wie heißt das Zeug? Zitin. Habe ich auch gesammelt. Heid wieder. Und diese komischen Knochen, wo ich auch keine Ahnung habe, was man damit machen soll. Oh, es ist hier fucking dunkel, ich hasse es. So fucking dunkel in Bitch. Biatch? Was? Ja? Schatsch! Gesundheit. Schatsch. Der Herr Wixbox ist ja so ruhig. Der ist nicht da, der ist auch einkaufen, die sind alle einkaufen. Sag ja, Deutschland geht abends einkaufen. Du nicht? Das macht man doch heutzutage. Ist doch vollkommen normal. Ich reiße mal das Feuer ab hier raus. Was? What? Ach man. Okay. Ich wollte noch irgendwas ablegen, aber ich wollte erstmal was essen. Ich habe übrigens Fleisch mitgebracht. 20 Fleisch. Weil hier irgendwie kamen mir ein paar Schildkröten entgegen. Und die wollten das. Wollten gestreichelt werden. Yes. Dunkel und ich habe kein scheiß Skorpion gefunden. Oh, Möhre. Geile Möhre. Deine Möhre, meine Möhre. Jetzt tue ich das so lange das Zeugs mal hier in diese eine Kiste, damit ich gleich, wenn ich damit es gleich wieder losgeht, direkt die Sachen packen kann. Bei den letzten Patch finde ich es aber die Performance noch mal besser geworden. Ja, ein bisschen finde ich es auch. Fühlt sich so an. Noch mal flüssiger. Fühlt sich jetzt richtig weitig an. Ich müsste eigentlich mal was lernen hier. Ich habe so viele Punkte, die ich hier verteilen muss. Ich habe 163 Punkte.
Ja, ich warte eigentlich gerade auf Level 25. Könnte ich mal die Wooden Spikes machen, wenn ich schon. Die Wooden Spikes habe ich schon. Ich könnte jetzt eigentlich schon die Metal Spikes machen. Aber ich bin jetzt eigentlich eher auf die Konstruktionen auf und ich suche gerade die Steinfenster. Ich habe die Steintor, also Doorframe. Oh, ist in der Wooden, die Door Window Frame oder Scheiße, wie das heißt. Ah, hier. Wooden Window Frame muss ich erst erlernen, ne? Hab ich das noch nicht? Ach ne, hier. Boah, das hat ja mal ein Leck. Weil ich das erlernt habe. Was ist das? Wooden Window. Okay, komm, lass es dann lernen. Das ist ja voll freaky. Ich habe eigentlich die Armbrust übrigens auch schon erlernt, aber wir haben ja die Smithy noch nicht mal aufgebaut. Warum nicht? Ja, weil kein Bock. Warum? Naja, weil kein Bock. Gut, kann ich so nicht gut gesagt, heißen. Weil er keinen Platz hat. Egal. Und kein Bock. Dann machst du es ohne Bock. Das ist auch ein Argument. Ohne Ziegel. Was für ein Sattel hier? Was ist denn der Belzbufo? Der Frosch. Ach du Scheiße. Belzbufo, was ist denn? Buck Ripperland. Sieht aus wie so ein riesengroßer Krug, der überquillt. Ach so, für den Mörtel. Dieses Mörtel-Dingsbums. Bumskirchen. Mhm. Genau das. Brauche ich ja nicht. Was ist das für ein Ding hier? Achso, das ist die diese Alarm Dings. Ja, da musst du immer zwei haben, um so einen Alarm auszulösen. Und wie hören sich die Dinge an? Keine Ahnung. Hast nicht gemacht. Ich habe nur eine gebaut und ja. Ich dachte, das wäre eigentlich mehr so eine große Tröte, wo du reinpusten kannst. Das ist so eine Falle halt. Ja. So, jetzt habe ich ja mal ein paar Sachen erlernt. Warum? Weil das kann. Ich will jetzt nämlich jetzt nach draußen gehen. Und was ist dann immer, wenn ich was machen muss? Draußen? Dann regnet's. Hate this game. Game. Backframe. Irgendwo was hingelegt gehabt, was ich noch zum Verbauen wollte. Aber erstmal Licht an und raus.